So, hallo meine Lieben. Ich bin erstmal ganz aus der Puste. Ich habe mich jetzt so gehetzt. Und Tierarzt ist ja eh immer sehr nervenaufreibend. Also erstmal hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, also wir hatten ja wieder Kontrolltermin mit der Holly ihren Auge. Und also es wurde heute ja eingefärbt und dann hätte sich ja entschieden, ob ich die Tropfdosis verringern kann oder ob es noch so weitergeht. Und es hat sich noch ein kleiner Punkt einfärben lassen, deswegen soll ich erstmal so weiter tropfen wie bisher. Und dann hat sie irgendwie dieses, ja, was für mich quasi wie eine Blase aussieht, das ist irgendwie ein Ödem oder so, also es kann schon mal vorkommen bei so einem schlimmen Hornhautdefekt. Und ja, halt beobachten soll ich es, weil das letzte Mal fing es ja auch so an mit dieser Blase. Ich soll das halt jetzt beobachten. Wir haben jetzt bei der Holly den nächsten Termin am Mittwoch. Und Emmy wurden vorne wieder die Zähne geschliffen. Aber sie hat hinten bei den Backenzähnen, weil da wurde mit der Kamera geschaut, hat sie irgendwie so eine Stufe drin. Und mir ist auch aufgefallen, die letzten Tage, dass sie sich halt mit dem Essen schwer tut. Und da mache ich jetzt dann nochmal einen Termin zum Zähneschleifen. Und da kommt dann der Bruno auch gleich mit. Schaut mich an. Sieht man das, wie verfusselt ich bin? Der Wahnsinn. So, da haben wir unsere zwei. Der Apfel wurde noch nicht angerührt. Oh, Schnickis. Jetzt fahren wir heim, gell? Ja. Oh, besser. Ja, ich weiß. Oh, besser. So, wir haben jetzt am Freitag habe ich den Termin mit Emmy und Bruno zum Zähneschleifen. Und jetzt gibt's die Belohnung, die keiner essen wollte unterwegs. Kleine Süße. Oh Gott. Wie kann man denn nur so süß sein? Wie kann man denn nur so süß sein? Schau mal, was ich hier habe. Hm? So. Fein. So, dann schauen wir mal, ob die Emmel das Kleingeschnittene essen kann. Ich fahre jetzt nochmal einkaufen und ja, muss wieder im Zeitplan bleiben. Ich habe natürlich auf der einen Seite gehofft, dass die Tropfen jetzt reduziert werden können, dass man einfach ein bisschen flexibler ist und nicht halt der ganze Tag mit Tropfen ausgeplant ist und man dann natürlich auch sehr gebunden ist und eigentlich nicht viel machen kann, weil man ja die ganze Zeit tropfen muss. Und halt auch spazieren gehen teilweise nicht kann oder nicht so, wie man würde. Und auch die Babys während des Hüpfens immer wieder rein, beziehungsweise die Holly während des Hüpfens immer wieder reinholen muss. Aber ich tropfe, bis dieses Auge gesund ist. Also ich habe gesagt, ich tropfe dieses Auge gesund. Und ja, wenn das dann eben noch weiter so getropft werden muss, dann wird eben noch weiter getropft. So, jetzt fahre ich einkaufen und habe immer noch voll Lust auf einen Zitronenkuchen. Ich würde so gerne einen backen, aber irgendwie geht es dann zeitlich immer nicht aus. Ja, dafür ist dann nichts mehr übrig. Ich muss auf jeden Fall nachher noch was pflücken und ja, Babys müssen noch hüpfen und naja, dann war das auch schon wieder. Meinen Korb und ich nehme ja immer noch einen Handschuh. Zum Öffnen, Schlüssel. Vom Wetter weiß man gar nicht. Also irgendwie, wenn die Sonne draußen ist, ist es total heiß und knallt. Und im Schatten ist es eigentlich auch warm, aber ach, wird schon so gehen. Ich bin halt jetzt total verfusselt, aber ist jetzt auch wurscht. So, ich bin vom Einkaufen wieder daheim. Babys dürfen jetzt schon mal hüpfen. Und ich habe ein paar neue Sachen mitgenommen. Die könnte ich euch ja mal zeigen. Also was heißt neue Sachen? Ja, doch eine neue Sache ist dabei. Und ich habe mal fürs Backen Mondamin mitgenommen, Speisestärke. Ja, ich und mein Backen, gell? Kerigoldbutter. Habe ich gleich zwei mitgenommen. Die war nämlich im Angebot. Und die mag ich ja vom Geschmack so gerne.
Dann einmal solche Waffeln. Also ich zeige euch jetzt nicht den kompletten Einkauf, sondern nur so ein paar Highlights wieder, von denen ich denke, dass sie interessant sind. Und was ich euch eigentlich zeigen wollte, was ich Neues habe, und zwar von Patros Hirtencreme. Wobei da steht weniger Salz. Das bedeutet dann wohl, dass es die schon länger gab. Aber ich habe die noch nie bei uns im Supermarkt gesehen. Oder ich habe sie immer übersehen. Auf jeden Fall sieht die ganz lecker aus. Die ist mit Tomate und Basilikum fürs Brot. Mal was anderes. Und dann habe ich auch wieder die Genießerwürfel mitgenommen. Die mag ich ja sehr gerne. Und für mich jetzt neu auch mal in Tomate und Basilikum. Da hatte ich die nämlich noch nicht. Und dann einmal von Dr. Oetker Creme Légère. Das ist nämlich das extra sahnige. Und ich und Sahne, ne? Spricht für sich. Ja, und ansonsten halt, achso, apropos, weil ich das immer von Zitronenkuchen schwärme. Wenn schon kein Zitronenkuchen, dann einen Zitronenquark. Ich nehme ja immer den cremigen mit Joghurt-Quark-Creme. Und was auch total lecker ist, finde ich, von Zott, das Sahnejoghurt mit Mascarpone-Duett. Also nicht nur Sahnejoghurt, sondern noch Mascarpone. Ist nochmal um einiges sahniger und cremiger. Genau meins. Und Erdbeer-Vanille habe ich da. Und ich habe noch eine Sorte mitgenommen. Und zwar Heidelbeer-Cassis. Und das kann man dann so schön verrühren. Da ist nämlich, ich glaube, unten diese Fruchtding und dann kann man das schön verrühren und ich mag das nicht optisch, wenn es so hinterm Ohr ist. Ach, und ich habe noch was Lustiges mitgenommen für meine Mama. Omas Urhefe. Weil Hefe doch auch eine Zeit lang ausverkauft war. Und das fand ich so süß. Ich weiß nicht, ob die passend ist für meine Mama, wenn die backt, aber fand ich irgendwie putzig. Darf ich dann nur nicht vergessen, ihr zu geben, weil ich muss das ja erstmal jetzt bei mir im Kühlschrank lagern, bis wir uns wiedersehen. Also ich hoffe, bis dahin habe ich es nicht vergessen, aber es fand ich so putzig. Ja, genau, dann sind hier noch ein paar Sachen drin, aber das waren jetzt mal so die Highlights. Na, Spatzel, jetzt gehen wir rein. So, und Bruno darf ich jetzt wieder in diesem Dickicht suchen. Ein sehr großer Busch. Was für eine Freude. Ich sehe ihn. Seht ihr ihn auch? Da ist er. Nicht in den nächsten, bitte. Bruno, jetzt ist er tatsächlich von den einen in den anderen. Jetzt ist er da rein. Oh Mann, ich krieg die Krise. Ich krieg einfach nur die Krise mit diesen Büschen. Ich wollte jetzt eigentlich los, um zu pflücken. So, jetzt aber. Ja, klopf. Halleluja, Halleluja. Mein ganzer Arm ist zerkratzt, aber Bruno ist da. Da ist bestimmt irgendwo irgendein Nest im Baum oder so. Am Sonntag, das war so süß. Da war so ein Baumstamm, so ein alter, ein hohler, also oben war nichts mehr. Und da waren Spechtbabys drin und die haben geschrien. Und dann kamen die Eltern, um die zu füttern. Es wird wieder gepflückt. Ich habe schon Brombeerblätter und Breitwegerich und Giersch von diesen Trieben. Dann pflücke ich noch von diesen
Preiselbeeren oder Heidelbeeren, die Blätter, die sind auch ganz gut, aber ich schaue immer drauf, dass ich die ohne die Früchte erwische. Die sind ja eh noch grün. Oh, ich genieße gerade die Ruhe im Wald. Okay, da höre ich irgendwo Menschen sprechen. Aber generell einfach in der Natur zu sein, das ist so schön. Da kann man echt so richtig auftanken. Ich bin neulich gegangen, da kamen mir welche, so Jugendliche, mit dem Fahrrad entgegen. Und die hatten, also ich habe die schon von Weitem gehört, so voll die Musik laut. Hatten die so eine Musikbox oder so ein Musikradio hinten im Fahrradkorb und haben da quasi den ganzen Wald beschallt. Schaut so schön aus. Schaut die beiden Kuschelpuschelmuschels an. Oh, ist das süß. Und Lottes Ohr umarmt den Bruno. Abendessen ist schon aufgesetzt. Babys durften noch mal kurz hüpfen. Und naja, jetzt schauen wir mal, wo sie sind. Ob sie da sind oder ob sie wieder in irgendwelchen Büschen sitzen. Ja, wen haben wir denn da? So, komm. Hopp, hopp. Och, Lottchen, du kleine Süße. Och, Spatzis. So, jetzt gehen wir rein. Legst du dich einmal hin zum Kuscheln? Jetzt gehen wir aber rein. Jetzt gibt's Abendessen, okay? Jo. Ist gut. Super gemacht. Bei mir gibt's Abendessen. Kartoffeln mit Brokkoli, Tomatensauce, Kräuterquark und Butter. Und wir haben ein Kuschelmuschel. Holly lag gerade vorhin noch ganz süß ausgestreckt da. Die Lotte. Ach Gottchen, und Lotte umarmt wieder. Und Emmy hat sich auch noch mit dazwischen gequetscht, ne? Ihr Süßen. Ihr Süßessen, alle Süßen. Schnuckelpuckelwuckels. Hm? Ja, ja, dem Bruno wird es schon wieder unheimlich. So, meine Lieben, schreibt mir gerne vom Video eure Lieblingsstelle unten in die Kommentare und wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit, macht's gut und bleibt gesund. Bis morgen, tschüss.